trocknere Meetings werden dann natürlich nicht ganz so hoch geratet und gewertet. Das spielt damit hinein. Und im Mehrkampf zum Beispiel, da werden die zwei besten Ergebnisse in den letzten 18 Monaten hergezogen. Fünfkampf in der Halle oder Siebenkampf im Freien. Auch bei den Männern gilt das eben entsprechend dann. Zehnkampf oder Hallensiebenkampf. Im Marathonlauf zum Beispiel auch zwei Ergebnisse. In den technischen Disziplinen die fünf besten Ergebnisse der letzten 18 Monate. Und während dann der Maiwald hier schon auf Anlage B einsteigt, das vielleicht noch fertig erzählt, also in der Weltrangliste Thiam, die Nummer 1, die aus Verletzungsgründen erst später dann in Talence einsteigen wird. Katharina Johnson-Thompson, die Nummer 2, mit ihren Ergebnissen Silber bei der EM in Berlin und Gold bei der Hallen-EM in Glasgow, kommt sie auf einen Mix von 1314 Punkten, aber das ist eben nur eine errechnete Zahl. Wichtiger sind natürlich die Leistungen. Caroline Schäfer ist die Nummer 3, Ivona Dadic die Nummer 6. Sie hat ihre Silbermedaille noch von der Hallen-WM 2018 in Birmingham in der Wertung und ihren vierten Platz von der Europameisterschaft Freiluft in Berlin. Dieser vierte Platz von Berlin ist zum Beispiel gleich viel wert wie der Sieg von Erika Bugert vor einem Jahr in Florenz, obwohl Bugert da 220 Punkte weniger gemacht hat. Also es werden also die erreichten Mehrkampfpunkte eben, wie gesagt, mit der Platzierung und mit der Leistung eben in der jeweiligen Qualität des Wettkampfes umgerechnet. Verena Breiner liegt da in der Weltrangliste auf Rang 12, Sarah Lager auf Platz 23, also wäre heute Schluss für Olympia oder die WM in Doha, wären die drei qualifiziert. Das wird sich natürlich aber in den nächsten Monaten drastisch ändern, aber jede Bestleistung oder jeder Topwert kommt dann natürlich in die besten zwei Ergebnisse dieser Berechnung hinein. Damit zum Hochsprung zur zweiten Disziplin hier im Siebenkampf. Bei Sarah Lager haben wir es gehört. 1,74 wäre zum ersten Mal quasi Grund, glücklich zu sein. 1,77 wäre super. Wir bewegen uns jetzt einmal bei 1,56 Meter Anfangshöhe auf der Anlage B. Das war Ramos, die schon einmal einen gültigen Versuch abgeliefert hat. Jede Höhe wird mit drei Versuchen angegangen, maximal drei Versuchen. Schafft man sie nicht, dann ist Schluss. Dann wird die Höhe davor gewertet. Im Idealfall gibt es da eine, wenn die Anfangshöhe nicht geschafft wird, dann gibt es null Punkte und quasi einen verpatzten Mehrkampf. Vordergrund Katharina Zachowa 1,62, das ist Anlage A. Die Anzahl der Versuche ist egal. Es gibt für die Höhe Punkte, egal ob im ersten, zweiten oder dritten Versuch. Der Idealfall ist natürlich, man braucht möglichst wenig Kraftaufwand, um sich dadurch diesen Wettkampf durchzuschlängeln. Daher auch natürlich Taktik. Wie plant man, wann steigt man ein? Jede Athletin hat die Chance, selbst zu entscheiden, wann sie in den Wettkampf eintritt. Sarah Lager auf Anlage B. Hat noch nicht begonnen. Ja, und die Power Kids, die geben jetzt ordentlich Gas. Also 1,56 für die etwas schwächeren Springerinnen und 1,62 war es für die Besseren. Jetzt sind wir schon bei 1,65. Hanne Maudens startet hier in ihren Wettkampf hinein. Ja, jetzt hat Giesingen wieder aufgeholt. Giesingen hat im Moment die Nase vorn. Die Jasters von Giesingen. Letzte Übergabe. Und Giesingen läuft. Und der letzte Lauterer. So, Helverson mit dem ersten Fehlversuch. Glaube ich. Die Einstiegshöhe 1,59, schauen wir gleich. Alison Helverson, nein, 1,56 hat sie auch. Wäre natürlich viel zu wenig. Und für die Top-Athletinnen gibt es da natürlich noch eine sehr lange Pause. Die werden wahrscheinlich erst deutlich später einsteigen. Es gibt eine Startreihenfolge. Muss eingehalten werden, außer man lässt wie Konietze zum Beispiel bis 1,74 mal alles aus, dann ist natürlich die Athletin wird dann übersprungen. Unsere
da haben wir Georgia Allenwood, 1,65. Sicher mal Erleichterung, wenn man den ersten Versuch sozusagen in der Tasche hat. Als gültig. So, Darina Sloboda ist die nächste, die 1,65 übertrifft. Weiße Fahne heißt immer gültig, aber das sehen Sie natürlich auch aufgrund des Verbleibs der Latte an der Auflage. Übersprungen worden sind schon in der Historie. Ist auch hier, wenn man reinkommt ins Mösle-Stadion, eine Hochsprunganlage sozusagen aufgebaut, um sich das auch wirklich zu verinnerlichen. Da die 1,65, die sind natürlich noch nicht bedrohlich, aber wenn man dann ganz hinaufschaut, da sind 2,45 Meter aufgelegt. Das ist der Weltrekord von Javier Sotomayor. Also da kommt man schon auch als großgewachsener Mann gerade mal mit den Fingerspitzen hin. Und da springen die Allerbesten der Welt dem ganzen Körper drüber. Also ist wirklich gewaltig. Bei den Frauen geht es da natürlich nicht ganz so hoch, aber auch da natürlich die Weltrekorde deutlich über 2 Meter. 2,09 ist auch schon mehr als 30 Jahre alt, der Weltrekord von Stefka Kostadinova. Mit nur 8 cm weniger hat eben Nafi Tiam geschafft. Umso bemerkenswerter diese Leistung. Jetzt sind wir da noch weit davon entfernt. Sophie Weißenberg 1,65. Sarah Lager hat die Startreihenfolge Nummer 15, hat ausgelassen bis 1,62, wird dann bei 1,65 in Gruppe B drankommen. Wir sind jetzt bei 1,59, daher müssen wir noch etwas warten auf die Kärntnerin. Zweiter Versuch mittlerweile schon von Katharina Tschachowa, die sich da mit 1,65 einträgt. Zwischendurch 4 Wettkampfstätten gleichzeitig. Jetzt geht es da noch schön gemütlich dahin. Ramos, Anlage B, 1,59. Anlage A vorne ist die nächste Hanne Maudens aus Belgien. Ja, Carmen Ramos ist beim zweiten Mal drüber. Und Alison Halvorsen muss in den dritten versuchen. Wie gesagt, verschiedene Strategien. Wer sich unsicher ist, beginnt deutlich unter Bestleistung. Hanne Maudens zum Beispiel, die Belgierin, hat schon 1,80 übersprungen, hat jetzt gerade 1,68 bewältigt im ersten Versuch. Grit Schadeko, auch 1,68, auch sie eine 1,80 Springerin. Das ist alles Pflichtprogramm, aber natürlich will man da auf jeden Fall einmal in den Rhythmus kommen und riskiert vielleicht da den ein oder anderen Sprung mehr oder eine oder andere Höhe mehr an Investition. Bei Anlage B war es schon knapp für Alison Halvorsen, die 1,59 erst im dritten Versuch bezwungen hat. Das wäre natürlich ein Rückschlag für die US-Amerikanerin gewesen. Kurzer Nervenkitzel also. Hawkins, die starke Hürdensprinterin, jetzt mit ihrem ersten Sprung auf 1,68, über 1,68, und das war auch unwesentlich höher.
da hat sie sogar dann die Latte gestreift oder sogar leicht touchiert. Solange die oben liegen bleibt, ist alles gut. Und der Versuch gültig. Ja, Alison Halvorsen ist schon wieder an der Reihe gewesen auf der Anlage B und hat damit mit 1,62 jetzt schon die nächste Höhe geschafft. Also der kurze Straucher bei 1,59 ist vergessen. Da reden wir doch bei den 3 cm Unterschied jetzt ab für Sloboda pro Höhe von mehr als 40 Punkten. Also es kann dann schon ein gutes von einem schlechten Endergebnis allein im Hochsprung für diesen Siebenkampf unterscheiden, wenn man die ein oder andere Höhe noch mitnimmt oder nicht. Xenia Krishan, die Siebente der EM in Berlin, kann 1,82 vorweisen in ihrem besten Mehrkampf. Jetzt bewegt sie sich da gerade über 1,68 Meter. Schon ihre zweite Höhe, die sie im ersten Versuch nimmt. Sind noch viele gelungene Versuche in der Liste. Auf Anlage A hat es überhaupt nur einen Spielversuch gegeben. Anlage B war schon einmal kurz spannend, wie gesagt, bei Halvorsen. Die meisten Sprünge werden natürlich hier auf Anlage A von Interesse sein. Jekaterina Voronina, die Siegerin von Doha heuer, hat also schon einen Siebenkampfsieg vorzuweisen. 1,68. Also auf Anlage A haben wir mit 1,80 Meter die schlechteste Bestleistung. Viel drunter soll es also nicht gehen, auch für Geraldine Ruckstuhl. Ja, 1,68 Meter, auch sie im Bewerb jetzt dabei. Und das ist auch vielleicht ein Merkmal, das wir kurz jetzt gesehen haben für Götzis. Die Mehrkämpfer und Mehrkämpferinnen haben hier absolut ja, eine Monopolstellung. Die Trainer dürfen mehr oder weniger hautnah dran sein. Es wird sofort nach dem Versuch die Rückmeldung abgeholt vom Coach. Nadine Brosen ist die nächste Comeback-Athletin aus den Niederlanden. Eine super Hochspringerin in ihrer Glanzzeit gewesen mit 1,94. Heuer 1,78 schon. Und da sieht man, sie ist ja, ja deutlich noch imstande höher zu fliegen. Also da wird ganz in unmittelbarer Nähe der Hochsprunganlage sofort nachgeschaut, analysiert, was kann man besser machen. Das gibt es bei einer WM oder bei Olympischen Spielen schon überhaupt gar nicht. Da ist möglicherweise nur der Blickkontakt über große Distanzen zu den Trainern möglich. Abgesehen davon, dass man als Mehrkämpfer dann sowieso nur Teil einer Großveranstaltung ist und auf sehr viel Rücksicht nehmen muss. Hier nehmen alle Rücksicht auf Athletinnen und Athleten. Sophie Weißenberg. Hat der Georg Werthner auch im Interview gesagt, das erste Messen mit der absoluten Weltelite, gilt auch natürlich für die Deutsche, die wir hier sehen, ist sehr wertvoll, kann nicht früh genug erfolgen. Das hat auch Sarah Lagersuppe bestritten, eben ist schon ihr vierter Wettkampf hier in Götzis, obwohl sie erst 19 ist. Große Erfahrung, die sie da sammeln kann. Na, Weißenberg über 1,68, das klappt alles im Moment ideal. Es ist auch wenig Wind. Bis jetzt nahezu perfekte Bedingungen für die Sportlerinnen. So, wir haben da jetzt noch Tschachowa. Auch drüber über 1,68. Spannend wird es wahrscheinlich dann in den nächsten Höhen. So, wieder Hanne Maudens. Nochmal drüber 1,71. Ja. Also von innen nach außen.
Giesingen, Altstetten, Lauterbach, Lurenz, Lustenau und Dornbirn. Die Dornbirner haben im Moment die Nase vorn, gefolgt von den Lustenauern. So, auf 1,62, während Kritschadeko hier die 1,71 schafft. Auf der Anlage B auf 1,62 gibt es noch einige Versuche. Sarah Lager also immer noch in der Warteposition. Die Flitzer, 1,65 nächste Höhe, werden dann wahrscheinlich schon alle in der Gruppe, alle 17 Athletinnen angehen. Anna Maywald, oh, gerade noch so drüber. Zweiter Versuch über 1,62 gelungen. Für die Deutsche. So, da fehlt jetzt eigentlich keine mehr. Das heißt, der Wechsel auf die 1,65 ist möglich. Wir sind bei Hawkins und es fehlt uns schon noch eine. Es fehlt uns Lindsay Schwarz. Hawkins hat die 1,71 jetzt mal nicht geschafft. Und ihre Teamkollegin auf der anderen Anlage, die muss noch das Ausscheiden vermeiden. Und Lindsay Schwarz, da haben wir sie, hat sich darauf eingelassen, die 1,62 als Anfangshöhe zu nehmen. Letzte Chance. Und sie ist draußen. Sie ist ohne gültigen Versuch nicht in dem Sinn ausgeschieden. Sie darf gern weitermachen, aber da gibt es keine Punkte. Sie ist deutlich höher, aber die Distanz hin. Also von der Höhe her wäre das auch kein Problem gewesen. 10 cm unter Bestleistung. Aber so kann es gehen. NM steht jetzt bei ihr. No measure. Kein gemessener Versuch. Und dann ein typisches oder symbolisches Bild. 45. Hypo-Meeting mit Kathi Berger im Vordergrund und Lindsay Schwarz im Hintergrund. Die leider natürlich jetzt sehr unglücklich ist. Das ist das, was man so klassisch unter Leergeld versteht. Ja. Leerhöhe. Leere Höhe. Salto nullo. Wie auch immer. Niemand will das hören und niemand will das erleiden. Aber haben wir immer wieder letztes Jahr, während Xenia Krishan da jetzt 1,71, zweiter Versuch, probiert Caroline Schäfer. Wir werden es dann im Kugelstoßen sehen. Die hat schon, glaube ich, vor 2 Jahren Probleme gehabt und vor einem Jahr hat sie tatsächlich 3-mal die Kugel aus dem Sektor gestoßen und ist mit einem Nuller aus dem Kugelstoßen mehr oder weniger rausgeflogen. Nach 3 Bewerben war für sie der Wettkampf zu Ende und sie hat jetzt gewechselt auf die Drehstoßtechnik. Das werden wir dann natürlich ganz genau beobachten in etwa 3 Stunden. Die eigentlich das im ist Normalfall ja viel mehr Steuerung ganz genau, produziert. Ganz genau, das war kurz einmal ein Schock, diese Information. Wenn schon mit der einfacheren Technik nicht geklappt hat, aber sie hat gesagt, ja, man muss sich weiterentwickeln, wenn man besser werden will. Da wünschen wir der deutschen Mitfavoritin natürlich alles Gute. Sie wäre ein Verlust, wenn sie das nicht schaffen würde. Das heißt, man muss bei Caroline Schäfer dann auch das Kampfgericht beim Kugelstoßen ein bisschen besser absichern. Zuschauer werden aus dem Stadion geleitet. Gänzlich. Ja, ja. Wir können gescheit reden. Viel Spott, ja, viel genau. Spott. Und dann setzt sie den ersten gleich ordentlich in die Anlage und gut gegangen. So, Geraldine Ruckstuhl, jetzt sind wir natürlich schon langsam bei Höhen. 1,71 auf Anlage A, wo es dann nicht mehr so leicht von der Hand geht. Ruckstuhl, 1,83 Bestleistung, ist natürlich da auch deutlich drüber, da auch ähnlich wie bei Lindsay Schwarz. Die Höhe war da, die Tiefe nicht. Man sieht nicht zu unterschätzen. Wir haben ungewohnt ja, für die Herren. Scharrt er schon in den Startlöchern, der Herr König. Meine kurze Mittagspause hat sich aufgrund falscher Informationen zusätzlich verkürzt. Aber ist nicht zu schnell gegessen. Ja, ist nicht so gesund. Nein, nur ein bisschen geschaut. 3 Minuten. In 3 Minuten geht's los. Nicht mit dem Regen, da braucht es hoffentlich noch 3 Stunden. So, wieder zu Weißenberg, auch ganz interessant. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Anlauftechniken bzw. Richtungen. Da gibt es Athletinnen, die quasi von Anlaufsicht von rechts weglaufen, springt mit dem linken Fuß ab. Andere laufen von links ab oder links an. Wichtig auch die Anlauflänge, wenn wir da kurz hinschauen aus der Distanz, sehr viele
kleine Punkterl auf der Tatanbahn, auf der Anlaufbahn. Da hat sich natürlich jede Athletin auch ihre Idealanlaufstrecke sozusagen markiert. Auch Katharina Zachowa hat das getan beim Aufwärmen. Auch daran natürlich liegt es, wie nah, wie gut man hinkommt eben zur Latte, um den Sprung hier zu absolvieren. Auch sie schien mir da etwas zu weit weg abgesprungen zu sein. Daher ein Fehlversuch, also die 1,71 sind jetzt eine Aufgabe für die Athletinnen. Doch schon 5 Fehlversuche über diese Höhe jetzt. Und der Einstieg von Leader, Kendall Williams, ihr Name wurde durch das Schild Leader getauscht, denn sie ist die Führende nach dem exzellenten Hürdensprint. Kendall Williams, Bestleistung im Hochsprung 1,85, da zählt sie zu den absolut Besten im Feld. Und steigt auch gleich einmal mit der erfolgreichen 1,71 ein. Und jetzt kommen dann auch die ganz Guten schon in den Bewerb hinein. Caroline Schäfer. Ah, easy, 1,78. Heuer schon gesprungen, 1,86. Überhaupt als Bestleistung. Da darf halt auch bei 1,71 nichts im Weg stehen. Hier gleich das Kurzgespräch mit dem Coach. Passt alles, gibt es Verbesserungspotenzial, der steht auch wirklich im Blick, genau. Um alles zu sehen, Erika Bugert, auch mit 1,71 drüber, auch sie mit einer Bestleistung von 1,92. Vielleicht die schärfste Konkurrentin auf den Disziplinensieg gegen Katharina Johnson-Thompson. Bugert hat ein paar Pünktchen liegen gelassen im Hürdensprint, und zwar eigentlich auf den ersten beiden Hürden schon. Vorne Jerry Hawkins. Wir sind natürlich dann auch bei Sarah Lager auf Anlage B, sobald die Kärntnerin an der Reihe ist. Da sind noch 6-7 Athletinnen vor ihr. Hawkins. Mal hier. Zaghafter Anlauf. Und Sherry Hawkins hat nur noch einen Versuch über die 1,71. Das wird nicht genug sein für sie. Ellenwood. Ja, Georgia Ellenwood schafft die 1,71 im zweiten Versuch. Also sind jetzt bei 1,71 bei jenen Athletinnen, die nachsitzen müssen, die ihre zweiten Versuche abliefern müssen. Nächste Jekaterina Voronina. Ja, die ist noch 15 cm unter dem, was sie heuer schon geschafft hat. Und hat jetzt nur noch eine Möglichkeit, die 1,71 zu schaffen. So, jetzt wird schon langsam intensiver. Wir sind bei Geraldine Ruckstuhl. Hoch über 1,71. Weit ist natürlich individuell. Da muss jeder mal seine eigene Weite schaffen. Und das passiert in Kürze bei den Männern. Ja, die müssen, wenn sie gut sein wollen, ungefähr 6 Meter draufpacken zu dieser Sprunghöhe. Eine US-Amerikanerin ohne gültigen Versuch schon mehr oder weniger draußen. Hawkins mit dem letzten Versuch jetzt über die 1,71. Das war gut, aber das war wieder eigentlich vom Distanzgefühl vielleicht nicht passend. Und damit ist sie mit 1,68 zwar in der Wertung, aber für ganz großartige Gesamtleistungen wird es da wohl auch jetzt eher schwierig. Die kann natürlich auch viel mehr. Rund um 1,80. Sarah Lager steht dann kurz vor ihrem Einstieg in den Wettkampf. Vorne noch Voronina. Ja, die streift die Latte, aber hat es geschafft. Darf über die 1,74 noch mitmachen. So, da sind wir schon bei Sarah Lager.
Also alles Gute für Sie. 1,65, dann alle 3 cm weiter. Also ein paar Höhen wären schon fein heute. Das ist einmal guter Auftakt. Gleich der Smiley bei der 19-jährigen Kärntnerin. Und der Weg zum Coach, der dort irgendwo steht, Georg Wertner. So, wir sind bei Voronina, die im dritten Versuch die 1,74 auf Anlage A bewältigt hat, freut sich entsprechend. Und auf Anlage B kommt bald, nämlich jetzt schon, Sarah Lager an die Reihe. Vor ihr die Schweizerin Kehlin mit einem Fehlversuch, 1,68 Meter. Es ist der zweite Sprung von Sarah Lager, die 1,65 hat sie gleich einmal mitgenommen. Und linker Fuß, genau bei ihrer persönlichen Markierung. Hoffe, sie hat das gut ausgemessen beim Aufwärmen. Und so ist auch dieser zweite Sprung über 1,68 mal aus der Ferne betrachtet optimal gelungen. Also läuft gut. In der Talos, es gab dort insgesamt nur 3 Bewerbe über 8.000. Caroline Schäfer haben wir hier über die Höhe von 1,77. Es war ihr zweiter Versuch. Die Deutsche knapp, aber doch drüber. Ja, 34 Siebenkämpferinnen sind in den 2 Anlagen tätig. Es hat jetzt schon eine ziemliche Selektion stattgefunden. Sarah Lager zum Beispiel, die wird jetzt häufiger und hoffentlich häufiger drankommen, denn aus den 17 in der Gruppe B sind nur noch 9 übrig bei der Höhe von 1,71 Meter. Sarah Lager da weiterhin im Warmhalten. Natürlich ist das im Mehrkampf wohl die große Aufgabe, dass man sich da über 2 Tage zum einen immer wettkampfbereit hält, zum anderen aber auch wieder sozusagen zur Ruhe kommt zwischen den Wettkämpfen, zwischen den Aufgaben. Und im Hochsprung ist es besonders schwierig, weil man natürlich nie abschätzen kann, wann komme ich dran, wie lange dauert es. Jetzt wird es bei Sarah Lager auf jeden Fall so sein, dass sie des Öfteren drankommt. Bis jetzt 2 Sprünge, die hat sie gleich im ersten Versuch bewältigt. Das wünschen wir jetzt natürlich auch für die 1,71. Ja, leider nicht. Aber in jedem Fall ist in ihrer Gruppe natürlich jetzt relativ wenig los. Nur noch 9 Athletinnen, das heißt, so oder so wird sie die Frequenz jetzt erhöhen müssen. Aber im Idealfall verschafft sie sich dann mit dem nächsten Versuch wieder ein wenig Pause, indem sie das Ganze gültig macht. Hoffentlich zumindest. Da hat jetzt einiges gefehlt im ersten Durchgang, aber bis jetzt war sie auch immer auch zum Warten oder zum Warmhalten gezwungen. Voronina, das ist die Anlage A, 1,77, dritter Versuch nicht gelungen, das heißt, sie geht mit 1,74 dann in die nächste Aufgabe, Kugelstoßen. Das ist doch auch deutlich unter dem, was sie schon zu leisten imstande war. Aber es sind viele unter Wert, oder beziehungsweise unter Wert ausgestiegen bei dieser Hochsprungkonkurrenz. Andere noch gar nicht eingestiegen, wie etwa die Top-Favoritin Katharina Johnson-Thompson, die beginnt erst überhaupt ihren Wettkampf. Aggressiv weiß ich nicht, ob nötig ist im Hochsprung, aber auf jeden Fall genau, sprungstark. Sollte Sarah Lager jetzt beim zweiten Versuch über 1,71 sein, die brauchen wir auf jeden Fall die Höhe. Schade, da war der Versuch deutlich besser als der erste. Jetzt bleibt hier nur noch einer. Also wir haben gehört, ihr Ziel mindestens 1,74. Wäre wünschenswert. Viel hat nicht gefehlt. Sie hat momentan nur 1,68 Meter in der Wertung. Da wird sie dann doch an die 100 Punkte vom Angeschoss. Hochsprung ist der dritte Versuch, jetzt über 1,71, sehr wichtig für die Kärntnerin. Ah, voll konzentriert, super. Da macht sie spannend, das war auch nicht jetzt so, naja schon, ganz deutlich. Super cool geblieben, nervenbewahrt, 1,71 jetzt in der Wertung und sie nähert sich dem, was sie sich vorgenommen hat. Mindestens noch eine Höhe, wäre fein. Ja, steigen dann jetzt schon langsam auch alle Top-Athletinnen ein. Erika Bugart segelt da seelenruhig über 1,80 drüber. Das ist schon ihre 4. Höhe, die sie im ersten Versuch nimmt. Aber ich denke, dass dann auch Katharina Johnson-Thompson dann bei 1,80 Meter auch endlich einsteigen wird. Die britische Halleneuropameisterin vom März. Da haben wir sie schon auch. Kurzer Anlauf und knackig drüber. Für sie ein Pflichtprogramm. Eine Höhe
bei der viele andere schon gar nicht mehr im Bewerb sind. Katharina Johnson-Thompson, das zeigt auch ihre Extraklasse, zumindest in dieser Disziplin, vielleicht dann auch im Gesamtergebnis des Siebenkampfes. Laura Ikanietze, die plagt sich hingegen, hat jetzt schon den zweiten Fehlversuch bei 1,80. Sind schon deutlich weniger Athletinnen im Bewerb, als sie begonnen haben. Ikanietzes Bestleistung in einem Hochsprung liegt bei 1,84. In ihrem besten Siebenkampf sprang sie 1,77. Also, die hätte sie schon in der Tasche. Weiter geht's mit Darina Sloboda. Die hat früh begonnen und ist weiterhin dabei. Die Ukrainerin, ihre bereits sechste Höhe. Fünfmal ist sie im ersten Versuch drüber, jetzt im zweiten Versuch über die 1,8. Wieder zu Österreichs einziger Siebenkämpferin im Bewerb. Die hat jetzt natürlich wenig Pausen. Ja! Aber sie darf noch nicht aufhören. 1,74, da hat sie sich wieder Luft verschafft, denn die hat sie im ersten Versuch genommen. Georg Wertner mit dem direkten Feedback. Also Sarah Lager macht das hier gnadenlos effizient. Verschenkt da kaum einen Millimeter in Höhe und Energie. Und jetzt ist 1,74 einmal im Köcher. Jetzt ist alles, was kommt, der Aufgabe, würde ich sagen. 1,80 Meter, Hochsprung der Siebenkämpferinnen und Kendall Williams mit ihrem zweiten Versuch erfolgreich. Bleibt im Bewerb, Saisonbestleistung ohnehin schon, aber nicht mehr so. Weiterhin beide Anlagen noch im Betrieb im Hochsprung. Vorne sind jetzt die dritten Versuche über 1,80 Meter an der Reihe sozusagen. Xenia Krishan kämpft dagegen das Ausscheiden aus dem zweiten Bewerb, genauso wie Laura Ikonietze, die hat es aber vorher nicht geschafft, bleibt bei 1,77 die Lettin, die Ungarin auch. Also Ikonietze und auch Krishan, das sind zwei Anwärterinnen auf einen Top 5, Top 6 Platz, wenn nicht sogar Podestplatz, wobei das Podest 10 Personen umschließt. So, Nadine Borsten bis jetzt so souverän bei ihrem Comeback, die Niederländerin. Jetzt ist der dritte Versuch. Ah, schade. Nicht gelungen über die 1,80, denn sie hat wesentlich mehr drauf. Bestleistung 1,94. Natürlich ist das einige Jahre her, aber auch hier da von der Höhe wäre es absolut möglich gewesen. Aber vielleicht nicht das ganz große Vertrauen in den Sprung gehabt. Sie muss sich mit 1,77 begnügen. Ah, trotzdem gehört sie da schon zu den Besten. Auch Geraldine Rutschstuhl, die junge Schweizerin mit ihrem letzten Versuch über die 1,80. Auch sie damit draußen. Wir haben jetzt in der Anlage A mit Darina Sloboda 1,80 und Kendall Williams. Jetzt auch Sophie Weißenberg, auch sie jetzt draußen, bleiben nur noch vier. Erika Bugert, Katharina Johnson-Thompson und die zwei zuvor genannten. Also während wir im 100 Meter Hürden Sprint gleich 10 persönliche Bestleistungen gesehen haben, dauert es im Hochsprung noch. Bis jetzt ist keine Athletin an ihren Bestwert herangekommen. Der von Caroline Schäfer steht bei 1,86. Jetzt steht aber die Deutsche unter Druck. 1,80. Dritter und letzter. Nein. Da waren die ersten zwei Versuche auch schon nicht so richtig erfolgsversprechend. Sie muss mit 1,77. Einen Sprung haben wir noch über die 1,80. Habe ich Ihnen vorhin unterschlagen, dass auch Niamh Emerson, die junge Britin, noch im Bewerb ist und sie schleudert sich im letzten Versuch drüber, 1,80. Damit zeigt sie, dass da noch mehr möglich ist bei der 20-jährigen Junioren-Weltmeisterin. Also, Emerson liefert und daher bleiben da jetzt noch 5 Athletinnen für die nächste Höhe, 1,83 im Bewerb. Anlage 28.
So, erster Versuch 1,77 Sarah Lager, Fehlversuch, aber die 1,77, die hätte sie sicher drauf, ist sie im letzten Jahr bei der Junioren-WM in Tampere gesprungen, bei Silber, damals hinter Niamh Emerson, die übrigens auf der Anlage A auch gerade den ersten Fehlversuch bei 1,83 hingelegt hat. Ganz interessant, damals im Sommer in Tampere hat sie einen Punkte-Krimi gegeben, ganz knapp Gold für Emerson vor Sarah Lager und im Hochsprung hat damals die Britin 150 Punkte mehr gemacht als die Österreicherin. Mal schauen, was das jetzt hier bringt. Auf jeden Fall einen gültigen Versuch für Erika Bugard. Ganz, ganz knapp bleibt die Latte liegen. Bugard damit die erste über 1,83 Meter. Darina Sloboda, denn Katharina Johnson-Thompson, die jetzt dran wäre, lässt die 1,83 aus. Ist sich ihrer Sache nach übersprungenen 1,80 sehr, sehr sicher. Schafft 1,83 jetzt zwei Fehlversuche. Sarah Lager, die ist gleich wieder dran, denn auf ihrer Anlage gibt es nur noch vier Athletinnen, von denen haben Adriana Rodriguez und auch jetzt Adriana Schuweck, die Polin, im zweiten Versuch die Höhe bereits geschafft. Annie Kunz mit zwei Fehlversuchen sehen wir da im Hintergrund, die Amerikanerin. Und der zweite jetzt für Sarah Lager. 1,77. Bleibt noch einer. Verglichen mit ihrer Bestleistung, die aus Tampere auch stammt von der Junioren-WM, hat sie im Hürdensprint 24 Punkte gut gemacht, würde jetzt, stand jetzt 38 im Hochsprung verlieren. Das ist immer ihre Zwischendehnungsübung. Einen hat sie noch. Im Weitspringen und auch im ersten Werben 100 Meter Lauf deutlich besser. Im Vordergrund, viel Versuch für Darina Sloboda über die 1,83. Und jetzt hoffen wir auf einen gültigen für Sarah Lager, 1,77. Das wäre natürlich ein super Wert für sie. Nicht zu vergessen, Matura steht im Vordergrund, schriftlich erledigt, mündlich steht bevor. Und dazwischen verlangen wir hier von ihr als einziger Österreicherin Bestleistungen. Bis jetzt schaut's gut aus. Der war richtig schön. Was bleibt? 1,74 und die Gewissheit der 1,77. Die wären möglich gewesen. Sollte heute nicht sein. Georg Wertner nimmt's mit einem Lächeln. Und Sarah Lager auch. Schauen wir. Ich würde sagen, das war sogar ihr bester Versuch. Und das war wirklich richtig knapp. Aber alles tadellos. Der Kurs Richtung 6200, den sie ja nicht zwingend anstrebt, hier in Götzis. Der ist beibehalten. Gratuliert auch der Papa. 1,74, kommen in die Wertung. Liam Emerson, 1,83 Meter. Ja! Die britische Junioren-Weltmeisterin bleibt im Bewerb. Zum Vergleich, in Tampere hat sie 1,89 geschafft. Also so, da haben wir schon wieder Niamh Emerson. Wir sind schon bei 1,86 und auch da ist sie knapp dran. Denn auf dieser Anlage A geht es jetzt natürlich auch Schlag auf Schlag. Nur noch, nachdem Sloboda die 1,83 nicht geschafft hat, nur noch Emerson, Bugard und Katharina Johnson-Thompson im Bewerb. Wir sind bei 1,86, denn Johnson-Thompson hat 1,83 ausgelassen, Bugger hat 1,83 im ersten geschafft und die ist jetzt schon dran wieder, die US-Amerikanerin. Ja, die ist immer der verlängerte Rücken das Problem, da ist es immer am nächsten dran an der Latte. Die Höhe hätte sie, aber dann streift sie die Latte ab. Nächste ist jetzt dann mit ihrem überhaupt erst zweiten Sprung des Tages Katharina Johnson-Thompson. Verhältnismäßig geringer Anlauf im Vergleich zu allen anderen Athletinnen.
aber enorme Sprungkraft. Ja, aber das war zu sparsam. Die 1,86 sind noch nicht im Kasten. Jetzt noch Emerson, Bogart und Johnson Thompson am Weg zu einem möglichen Disziplinensieg. Wieder die Hallen-EM, zweite, die Überraschungsathletin von Glasgow. Sie ist mitverantwortlich, dass Ivona Dadic da im März keine Medaille gewonnen hat. Johnson Thompson Gold, Niam Emerson Silber und Solène Ndama, die Hürdensprint-Spezialistin auch im Siebenkampf, holte damals Bronze. Also zwei ganz junge waren dann vor der viertplatzierten Ivona Dadic. So, Erika Bugger, zweiter Versuch, 1,86 bis hierher. War das eine sehr starke Darbietung der US-Amerikanerin. Da fliegt sie auf die Latte drauf, bleibt noch eine Chance. Sie ist eine ganz zähe, schlanke Athletin, super Sprinterin und natürlich auch super Springerin im Mehrkampf. Aber sicher technisch noch einiges möglich bei der Sprungkraft. Und auf Anlage B, weiße Fahne und Freude bei der Adriana Rigos. Die Kubanerin hat die 1,80 übersprungen im zweiten Versuch. So wieder Katharina Johnson-Thompson. War es ein kleiner Betriebsunfall, der erste Fehlversuch? Ja. Wir sind mit 1,86 wieder dort, wo sie hingehört. Geht noch natürlich theoretisch viel höher. Wirkt immer ein bisschen so entspannt, ruhig und dann, wenn es darauf ankommt, explosiv. So, wir sind bei Erika Bugert und zwar deshalb, weil Niam Emerson jetzt ihren dritten Versuch aufspart für die nächste Höhe. Das heißt, sie lässt aus, hat dann natürlich bei der nächsten Höhe nur noch eine Option, nämlich in dritten Sprung. Daher Bugarts letzter, über 1,86. Nein, da waren schon bessere dabei. In die Wertung kommt eine Leistung von 1,83 für die zweitschnellste Hürdensprinterin. Ist ordentlich, ist keine Bestleistung, aber nah dran an ihrem Leistungsvermögen. Das heißt, kein großer Schaden. Anlage B befindet sich auch in der Schlussphase bei 1,80 Meter. Adriana Subek-Dipolin. Und das ist die erste persönliche Bestleistung an diesem Tag im Hochsprung der Frauen. Bedingungen wären ja bereit für Topleistungen. Katharina Johnson-Thompson, die sich jetzt 1,92 Meter auflegen lässt. Wow! Kurz zur Information. Niam Emerson, die hat den letzten Versuch auslassen müssen offensichtlich, hat nämlich dann aufgehört, hat sich den nicht aufgespart, sondern die nächste Höhe nicht mitgenommen. Dadurch bleibt nur noch Johnson-Thompson in der Konkurrenz, 1,86 hat sie im zweiten Versuch geschafft, 1,89 hat sie ausgelassen. So, es ist noch kein Solo für Johnson Thompson, denn Adriana Subek hat sensationell 1,83 auf Anlage B geschafft. Aber jetzt reden wir hier vom ersten Versuch über 1,95. Vor zwei Jahren ist sie diese Höhe gesprungen, da war Thiam sogar noch ein Stück besser in Götzis. War nicht so schlecht, der erste über 1,95. Sie hat sich mit den 1,92 zuvor gerade schon einmal an die Spitze gesetzt und da schon eine kleine Welt zwischen den
zwischen ihrer Leistung und den Leistungen der anderen, zumindest einmal im Hochsprung der Siebenkämpferinnen gesetzt. Wenn die 1,95 jetzt auch noch gehen, dann ist Katrina Johnson-Thompson nach ihrer Einstellung der Bestleistung im Hürdensprint auf einem sehr guten Weg zum zweiten Sieg in Götzis nach 2014. So, zweiter Versuch, 1,95. In der Geschichte von Götzis gab es nur 4 Sprünge über diese Mauer, über diese Schallmauer. Zweimal Nafi Thiam, 2,01 und 1,98. Und einmal sie hier. Eine Chance dazu hat sie noch, das zu egalisieren, Katarina Johnson-Thompson. 1,97 hat die spätere Olympiasiegerin im Hochsprung Tia Hellebaut ebenfalls aus Belgien geschafft, im Jahr 2006 in Götzis, wohlgemerkt. In Punkten wäre das ein Unterschied noch einmal von 39 für Katarina Johnson-Thompson. Sie führt in jedem Fall nach 2 Disziplinen vor Erica Bugard und der besten Hürdensprinterin Kendall Williams. Caroline Schäfer, 5. Und nicht zu vergessen, dass da noch ein Versuch für Adriana Suwek möglich ist, 2 sogar über die 1,86 Meter auf Anlage B, ist jetzt schon für die junge Polin persönlicher Rekord. Die 7 Kämpferinnen haben dann, je nachdem wie lang es hier noch dauert, aber allzu lang kann es nicht mehr gehen, im Hochsprung circa 1,5 Stunden Pause bis zum Kugelstoßen, ihrem dritten Bewerb. Und dazwischen gibt es noch das Kugelstoßen der Männer und die wechseln dann hier auf die Hochsprunganlage, die 10 Kämpfer nach deren Kugelstoß. Also es tut sich noch einiges in der nächsten Zeit. So, zweiter Versuch für die junge Polin Subek über 1,86. Nein, einen könnte sie noch in Anspruch nehmen. Und 1,86 ist nicht einmal auf der Hauptanlage, sozusagen auf Anlage A, einer Athletin außer Johnson-Thompson gelungen. Also Subek könnte sogar noch Zweite in dem Bewerb werden. Aber jetzt ist die Frage, gibt es den wieder historisch großartigen Sprung über 1,95 oder bleibt Katarina Johnson-Thompson bei ebenso sehr guten 1,92 für den heutigen Tag. Ja, also jetzt Daumen drücken für Katarina Johnson-Thompson. Dritter Versuch über die 1,95 Meter. Viele Zuschauer klatschen sie ein. Viele tolle Leistungen wurden in diesem Bereich hier auf der Anlage schon erbracht. Und doch, heute ist es nicht anders. 1,95 Meter im dritten Versuch, absolviert von Katarina Johnson-Thompson. Und das ist jetzt echt eine Höhe, die auch bei ihr nicht so jeden Tag am Programm steht. Die persönliche Bestleistung ist noch eine Höhe weiter, 1,98 bei Olympia in Rio. Und wenn man bedenkt, dass sie auch in einer ganz frühen Phase dieser Saison ist, sicher noch nicht zugespitzt auf die absolute Bestleistung aufgrund der späten Weltmeisterschaft erst im Oktober in Doha, ist das umso bemerkenswerter. Ja, das heißt kurz durchschnaufen, 1,98 sind schon angezeigt. Ich gehe auch davon aus, dass sie natürlich nicht aufhören wird jetzt, wenn es so gut läuft. Inzwischen gibt es noch einen letzten Versuch über 1,86 auf der Anlage B für Adriana Subek. 1,98, das wäre dann die Einstellung der persönlichen Bestleistung. Kommen wir zum nächsten Video, den nächsten Hochfoto 2019. Ah, da bleibt 2,83, aber eine super Leistung, super Show auf Anlage B für die Debütantin, die Götzis, Adriana Suwek, die 20-Jährige. Nils Niederscheid, ebenfalls UFC Dornbirn, der Patrick Czerny auf der Bahn 5 vom SV Lohau und der Jonas Schwab von der MMS Götz.
Damit gehört jetzt die Hochsprunganlage für möglicherweise noch drei Versuche. Katharina Johnson-Thompson alleine. War jetzt bei 1,86 Endstation, 1,83 Meter. War ihre übersprungene Höhe, das macht für sie 1016 Punkte. Eine Springerin haben wir noch im Hochsprung. Schauen, ob sie ihren Anlauf jetzt verlängert, verändert. Katharina Johnson-Thompson, 1,98 Meter sind aufgelegt. Das wäre die zweitbeste Leistung. Noch einmal, 2,01 ist Nafisa Tatu, die haben vor einem Jahr hier gesprungen. Das ist das Beste, was es je gab in der ganzen Geschichte eines Siebenkampfes. 1,98 Meter ist Tiam vor zwei Jahren gesprungen. Das war Meeting-Rekord in Götzis. Also das ist jetzt dann der alte Meeting-Rekord noch einmal möglich für KJT. Wäre die Einstellung ihrer Leistung von Rio bei Olympia. Erster Versuch. Da hat einmal viel gefehlt. Wenn wir uns kurz an die Halle erinnern, beim WM-Titel in Birmingham vor eineinhalb Jahren etwa ist sie 1,91 hochgesprungen, beim EM-Titel in der Halle in Glasgow vor zwei Monaten etwa, im März waren das sogar 1,96 Meter. Also da war die Reihenfolge sozusagen der Höhen eine etwas andere, 1,96 Meter. Geht heute nicht. Wir sind schon bei 1,95 und dann 1,98. Gegangen. Eigentlich mit dem Sieg in Götzis 2014, da hat sie 1,90 Meter im Hochsprung geschafft. Dann in Rio zwei Jahre später die 1,98 Meter. Im Vorjahr war 1,91 ihre Bestleistung und im Jahr 2017, da war die Weltmeisterschaft ja sozusagen zu Hause in London. Da sprang Katharina Johnson-Thompson 1,95 Meter hoch, also bei den ganz großen Entscheidungen in ihrer Karriere. War der Hochsprung mit ein Garant für große Erfolge und das hat die Hallenweltmeisterin, Halleneuropameisterin, EM-Zweite auch in einer Karriere mit durchaus schon verletzungsbedingten Problemen schon oft einmal zu großen Erfolgen geführt. So, damit kommen wir zum nächsten Bewerbsschlitz der Mondfahrter. Olympia gab es noch keine Medaille und bei Weltmeisterschaften interessanterweise auch noch nicht. Klasse U14 auf der Bahn 1, Rein. Flora Schwarzenbacher vom SV Lochau, Julien Allgäuer, neue Mitglieder. Das ist klar, die Nummer 2 in der Welt hinter Nafisa Tutiam, die Belgierin, die hier, wie gesagt, wegen einer länger zurückliegenden Verletzung erst später einsteigt, im Talents in dieser Saison deshalb fehlt. Die hat sich etwas absetzen können vom Rest der Welt. Dahinter dann in der Weltrangliste, da ist alles da, was Rang und Namen hat. Von 2 bis 5. Und die Nummer 2, die sehen wir hier. Und ich bitte Sie zu unterstützen, was wir natürlich sehr gerne tun, Hammer und Katharina. Zweiter Versuch. 1,98 Meter. Er war viel besser als der erste. Geht da noch was in Richtung dritter Versuch? Sie ist spät eingestiegen, bei 1,80 Meter einmal einen Pflichtversuch sozusagen absolviert, dann ausgelassen, dann 1,86 Meter, einen Fehlversuch und danach auch 1,86 Meter geklärt, dann wieder ausgelassen, während die anderen da schon gescheitert sind. Hat sie dann im zweiten Versuch die 1,92 gepackt und jetzt im dritten Versuch die 1,95. Das heißt, Katharina Johnson-Thompson hat in Summe
10 Sprünge hinter sich. Einen 11. gibt es in jedem Fall. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie Bargeld brauchen, um zum Beispiel ein Hypomitik-T-Shirt zu kaufen oder noch ein Nudelgericht zu essen, dann finden Sie direkt beim Haupteingang einen Bankomaten der Hypobank. Er steht Ihnen für Ihren Bargeldbezug zur Verfügung. If you need cash, Katharina Johnson-Thompson aus Liverpool, 26 Jahre alt. Bestleistung aufgestellt bei der Europameisterschaft letzten Sommer in Berlin bei Silber. Hinter Tian 6.759 Punkte und sie ist die Götzis-Siegerin von 2014, die einzige Anwesende in den Jahren danach, gewann zweimal Brian Tyson-Eaton und zweimal Nafisa Tutiam. Tyson-Eaton hat ja schon ihre Karriere beendet, ebenso wie Ehemann Ashton. Und Nafi Tiam, die ist die Nummer 1 der Welt, aber aktuell eben noch nicht ganz fit, um hier anzutreten. Zumindest die beste Anwesende, auch die beste im Hochsprung, die Gesamtbeste, und sie wird vor dem Kugelstoß, der gar nicht so ihre Spezialdisziplin ist, noch einmal abheben zu einem möglichen Hochsprung-Highlight. Also ist jetzt schon die viertbeste Leistung ever auf dieser Anlage hier. Die eigene Leistung von 2017 egalisiert. Jetzt könnte sie da noch einen draufsetzen. Bei 1,95 da war der dritte Versuch der beste. Jetzt ist es der letzte für die 1,98. Einmal wird es jetzt noch mit viel Unterstützung vom Publikum spannend. Clap your hands and cross your fingers, aber nicht gleichzeitig, ist die Anweisung an die Zuschauer. Dritter Versuch. Katharina Johnson-Thompson, 1,98 Meter. Was für eine sagenhafte Höhe im Hochsprung der Siebenkampf. Frauen. Heute soll es nicht sein, aber 1,95, nicht minder super. Große Leistung. Sie hat es im Freien nur in Rio bei Olympia noch besser gemacht. Damit setzt er sich fein ab von allen anderen und wird, wie gesagt, im Kugelstoßen einiges an Punkten verteidigen können, da auch einiges dann liegen lassen können. Denn danach gibt es kaum mehr Schwächen im Leistungsvermögen dieser 26-jährigen Topathletin. Am Start waren der Mike Demann von der Tour-Jean-Prix in Start, Jonas Kranz von der Sport-Mittel-Julie Rankwey, der Lukas Stehmüller von der Tour-Jean-Prix ins Kloster. Kugelstoßen steht bevor. Da gab es ja vor zwei Wochen in der Südstadt eine schöne Verbesserung für Sarah Lager auf 14,42 Meter bei den Vereinsmeisterschaften. Es war dort auch ihr bester Bewerb. Sie hat einige wenige Bewerbe zum Aufwärmen sozusagen auf Götzis bestritten. Das ist das Ergebnis im Hochsprung einmal bei den Siebenkämpferinnen. Wir sehen Saisonbestleistungen, wir sehen wenige persönliche Bestleistungen. Adriana Rodriguez und Adriana Subic haben das geschafft. Und großer Abstand von der Besten zu den anderen und mit übersprungenen 1,74 Meter ist Sarah Lagert auch. Mit dem Drehen unter den Besten. Kann zufrieden sein, verbessert sich in der Gesamtwertung damit ein Stück weit nach vor. Die 19-jährige Kärntnerin, die ja in Abwesenheit von Ivona Dadic und Verena Breiner hier die rot-weiß-rote Hoffnung auf eine erfreuliche, gute Leistung ist. Leider nicht mehr dabei, möglicherweise, zumindest sinnloserweise, eben wäre es dann für Lindsay Schwarz, die ohne gültigen Versuch mit einem Salto Nullo die erste von 34 Siebenkämpferinnen ist, die wohl ausscheiden wird. Die Gesamtwertung jetzt einmal ganz zugunsten von Katharina Johnson-Thompson, Erika Bugert zweite, Caroline Schäfer fünfte, die sicher noch ein Wörtchen mitreden kann um den Sieg, wenn die weiteren Disziplinen
gut funktionieren. Die jungen Ian Emerson als Sechste auch schon wieder ganz weit vorn drin, die Hallen-EM Zweite. Adriana Rodriguez aus Kuba, die Viertplatzierte, ist auch ganz, ganz super eingestiegen hier in das Hypo-Meeting 2019. Oh, 23. Platz für Sarah Lager im Bereich ihrer Bestleistung nach zwei Bewerben unterwegs. Wir haben für Sie ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken.